liebe Fußballfans, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Begegnung. Wir melden uns heute wie immer mit dem Doppelkommentar Florian Schmitz-Sommerfeld und Jan Platte für euch am Mikrofon. So, wir freuen uns sehr. Es geht an sein Gemachte. Wir sind in den Champions Playoffs heute. Das letzte Spiel um den Einzug in die Finals. Und ich glaube, für Spannung ist in dieser Begegnung auf jeden Fall gesorgt. So, die allerletzte Chance für Sie, doch noch in die Finals zu kommen. Die Drucksituation enorm. Es ist Coolness und Konzentration gefragt. Und nur dann können Sie erfolgreich sein. Und die Ecke von Victor Osaka. So, und weg ist der Ball raus aus der Gefahrenzone. Hand. Schauen wir uns an, wie geht's das Heimteam an? Im Tor ist Nick Pope. Nathan Ake spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Und dann ein Duo im Sturm. Und das ist eine gute Chance. Das macht der Torwart ohne Probleme. Dalot. Ham. Und Jan, ist doch völlig klar, dass wir vor diesem Spiel nochmal auf Erling Haaland zu sprechen kommen. Was war das für ein Auftritt von ihm? Schurz. Und das ist einfach klasse gehalten. Einwurf jetzt. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Bringt jetzt schon die Flanke, Kollegen Hetzen hinterher. Ja, dann doch keine Gefahr. Da sagt der Torwart gefühlt so ein bisschen Danke. Evericese. Ja, das ist gut aufgebaut. Sieht gut aus. Vielleicht gibt es die Chance. Ah, dann ist der Ball aber doch weg. Super Zweikampf. Ganz früh draufgegangen und der Ball geholt. Ja, und so musst du da reingehen, schön körperlich robust. Haaland. Der rote Außenbahn bietet sich an. Jetzt kriegen sie hier die Ecke. So, der Eckball kommt. Ja, den kann er rausfausten, diesen Ball. Ball rausgefaustet. Ham. Bailey. Gut gemacht, lässt hier weiterlaufen, den Vorteil. Ja, Ball geklaut. Sehr gutes Timing. Und jetzt eigentlich schon die ganze Abwehr des Spiels. Den Ball hier rausgefaustet. Ich finde, sie machen offensiv kein schlechtes Spiel. Sie kreieren immer wieder Chancen. Aber was dann kommt, ist eben das Problem. Sie machen viel zu wenig draus aus diesen guten Möglichkeiten. Obwohl der Druck da ist, Sicherheit kassiert den Ball. Ja, da bleibt der Pass hängen. Leon Bailey. Genauso. Sieht geil aus. Die Chance in Führung zu gehen. Eine Riesenaktion. Martinez ganz lang gemacht. So, da kommt sie. Die Ecke. Das gibt Einwurf. Rashford. Jetzt die Chance zu flanken. Jo, das ist ein Freistoß. Freistoß kommt in die Mitte, in den 16er. Stehen sie gut, gut geklärt. Das ist Bailey. So, aus der Distanz, das ist ganz schön groß. Ja, Ball raus aus der Gefahrenzone. Und da ist Rashford, Riesenchance. Marcus Rashford mit dem 1:0. Finde ich unnötig, den so leichtfertig herzuschenken, den Ball.
spielt hier nur ein Team. Sie legen direkt nach, der Doppelschlag. Also 2 zum Spielstand und der Anschluss. Ja, sehr gut den Ball hier abgefangen. Sie versuchen es über Marcus Rashford. Stark, der Ballgewinn immer im Strafraum mit Risiko. Ja, und sie finden Erlenhardt. Und es ist weit vorbei. Eine Riesengelegenheit, sowas von versendet. Ja, insofern eine Szene, die im besten Fall ganz schnell vergessen wird. Eze. Also gleiches Pause und für die Gäste wird es, glaube ich, fast so eine Art Erlösung. Der Pfiff, das war gar nichts in der ersten Halbzeit. Also da muss schon eine erhebliche Steigerung. Jetzt die Riesenchance. Boah, und was für eine Glanzparade. Ja, und das war, ach, was war das bitte für eine Aktion? Ja, man sieht, der ist selbstbewusst, der hat Routine, der bringt halt alles mit. Um in solchen Situationen dann auch die Nerven zu behalten, einfach fantastisch. Ordentlicher Versuch. Haben sie immer noch Druck nach der Parade. Da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können aus diesem Angriff. Eine Minute ist die Nachspielzeit. Rashford. Und dann Rashford. Und zieht wirklich von da hinten ab. So, und Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Wir gehen in die Pause. So, Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Der Pass in die Füße des Gegners. Bailey. Das ist richtig gefährlich. Erling Haaland. Ja, jetzt läuft der Angriff, die Football Pass. Bringt den Ball erstmal raus. Ja, da ist ein bisschen Platz zum Kontern. Die Abwehr braucht Rashford, den macht er doch nochmal im Schlaf. Ja, da ist es, Nummer 3 schon wieder. Ist er da und schnürt den Dreierpack. Bukayo Saka. Haaland. Und dann der Ballverlust. Jetzt kann es gefährlich werden. An den Pfosten, immer noch gefährlich. Guter Ansatz, alles rein. Der ist drin! Ein Tor, bei dem jedem Trainerteam natürlich das Herz aufgeht. Das erfolgreiche Pressing in der letzten Linie.
und dann machen sie auch noch was draus. Fantastisches Tor. 4:0. Sehr, sehr einseitig. Mal gucken, ob es so weiterläuft. Jetzt vielleicht die Chance. Setzt sich da durch. Sehr gut ausgeholfen. Der zweite Zweikampf beendet diesen Angriff. Ja, da ist vielleicht eine Chance zu kontern. Ja, der kommt das. Super Parade. Saka. Ah, sehr gut. So langsam Richtung Gefahrenzone unterwegs. Ist gefährlich. Ah, gut vom Keeper. Packt sich das Ding, bevor überhaupt ein Abschluss kommt. Der Ballverlust. Und dann Rashford. Da haben sie jetzt die Chance. Ja, Torwart ist da. Gute Parade. Ja, da wechseln sie jetzt nochmal. So, der Eckball kommt. Ja, mit dem Eckball gar keine Probleme. Rodrigo. Walkman. Der Abwehr ist voll da, holt sich den Ball. Suchen Diogo Jota. Da waren sie nah dran. Und jetzt vielleicht die große Gefahr. Super pariert diesen Ball. Und was war das denn? Schenkt diesen Ball her, Riesentorschuss und macht es dann selber wieder gut. Und auf was für eine großartige Art und Weise. Hinten raus kann man sagen, kein Grund zur Aufregung. Ja, und jetzt wieder die Abwehr sortieren, Ball weg. So, Ball rausgefaustet aus der Gefahrenzone. Oh, das ist gefährlich, da den Ball zu verlieren. Da fehlt auch einfach so ein bisschen das Glück bei diesem überragenden Schuss aus kurzer Distanz. Eine Viertelstunde noch in dieser Begegnung. Cheesy. Akanji. Pope. Und Pope muss den Ball da irgendwie rauskriegen. Wir sehen jetzt eine neue taktische Ausrichtung. Der Fokus wird ganz klar auf die Defensive gelegt. Sie wollen hin. Boah, das war eine harte Treffer. Da hat er alles riskiert. Er hat zu viel riskiert. Vielleicht muss er jetzt duschen gehen. So, abgezogen aus großer Distanz. Okay, und die Brust ist breit. Dass sie hier abziehen aus der Distanz und dann fehlt ein kleines Stückchen nur, ja. Viel Pech dabei, hätte ein Tor verdient gehabt. Klärt jetzt aus, Einwurf. Ja, sie haben ihren Fans heute einiges geboten. Super Spiel von der Heimmannschaft. Deutliche Führung. Kudos. Weiß. Wir schauen auf die Uhr. Noch 5 Minuten, dann sind wir am Ende der regulären Spielzeit angekommen. Marcus Rashford. Schöner Ball. Was machen Sie draus? Zieht da vorbei. Mega gemacht. Rodrigo.
gefährlich. Kein Tor, aber trotzdem wirklich guter Kopf. Und da ist die Nachspielzeit vom vierten Offiziellen. 2 Minuten. Pope kriegt jetzt ganz schön Druck. Machen Sie was aus dieser Chance. So, und jetzt ist Schluss. Das war die letzte Chance. Haben Sie nicht nutzen können in dieser... Was ein Abend, was ein Wetter. Ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr hier bei Fußball eingeschalten habt. Eure Kommentatoren heute, Jan Platte und Florian Spitz-Sommerfels. Ich freue mich auf die Übertragung. Wir haben heute ein Rivals-Spiel. Ich glaube, das wird ein Kick. Den darf man sich nicht entgehen lassen. Ein tolles Spiel, ein hochinteressantes Duell. Zwei Mannschaften, die für klasse Fußball stehen. Schauen wir mal, wie sich diese Partie heute entwickeln wird. Nee, da kommen sie nicht vorbei.
So, das ist ein hoher Ballgewinn. Was machen sie draus? Vielleicht der Ball in die Mitte. Und dann Rashford. Also, das Halbteam heute mit dieser Aufstellung. Tor Ederson. Nicky van de Veen spielt mit Nathan Ake in der Abwehr. Martin Ødegaard steht mit Pedri im Zentrum. Und im Angriff Antoine Griezmann. Das ist also die erste Elf, der Football-Preis. Und jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Und die machen hier direkt das 1:0. Super gemacht. So, also 1:0. Mal schauen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Mendy. Und dann Rashford. Könnte gefährlich werden. Guter Kopfball. Stück drüber. Diogo Jota. Außenbahn. Lassen Sie ihn. So, jetzt schauen wir ganz genau. Haaland. Ja, also viel besser kannst du das Spiel nicht im Griff haben in der Phase. Der Doppelschlag. Antoine Griezmann, oh, super reingeschmissen in diese Chance und so wird es doch nicht gefährlich. Super Ballgewinn, vielleicht wird es jetzt gefährlich. Martin Ødegaard. Stark, wie sie hier den Ball holen mit diesem Tackling. Ødegaard flankt das Ding. Sie machen nichts aus dieser Chance. Ein harter Schuss, aber ob das aus dieser Entfernung die richtige Wahl war, ach, da kann man sich drüber streiten. Ja, mit vollem Druck auf den Ball. Gutes Tackling. Und jetzt können sie hier verkürzen. Und was eine Parade. Martinez. Mal gucken, wie gut kommt die Ecke. Ja, also die Ecke kam richtig gut und dann hast du auch die Chance, Kopfball gut zu setzen, tickt über das Ding. Ja, nix rausgespieltes, aber eine gute Möglichkeit nach diesem Eckball. Martin Ødegaard. Ja, das Stellungsspiel ideal, Angriff beendet. Hat sich durchgesetzt, gefährlich. Und Diogo Jota, normalerweise macht er den. Und sie schlagen schon wieder zu. 3 Tore Führung. Mendy. Marcus Rashford. Sie machen weit vorne Druck. Weg zum Tor ist kurz. Rashford, den macht er doch noch mal scharf. Ganz sicher raus aus der Gefahrenzone. Und im eigenen Strafraum dann den Ball zurückgeholt. Na, der Ball ist erstmal bei der Abwehr, aber die haben Druck. Und weiter. Ne, das war nicht sauber, das Tackling. Mal gucken, gibt das die gelbe Karte? Das ist ein guter Steilpass. Oh, die Fahne geht hoch. Das wäre ein Ding gewesen. Nah dran an der Perfektion des Zusammenspiels, aber eben nur nah dran. Was für eine knappe Abseitsentscheidung. Ja. Die klären sie souverän, diese Hereingabe. Und das sieht jetzt gefährlich aus. Oh, so gut gespielt und dann am Ende doch abgekocht. Oh, der ist gefährlich. Super über die Kette. Und da ist Griezmann. Macht er den. So, sie versuchen es. Tut sich jetzt endlich mal eine Lücke auf. Ja, da können sie klären. Und Bosman-Ecke.
Sechser. Und jetzt kommt der Ball. Na, und dann verpufft dieser Angriff. Oh, da wäre das Tor fast gefallen. Ne, der Ball kommt nicht an. Es gibt Einwurf. Der Ball ist schon wieder weg. Also im Zentrum ist gerade ein Gewusel, ständig der Ball weg. Ja, findet da keine Option, Ball ist raus. Thiago Jota. Aus der Entfernung, warum eigentlich nicht? Kannst du schon mal versuchen. Er war zu ungenau. Mendy. Stark vom Ball getrennt. Auf außen wird Platz für Saka. Thiago Jota. Nee, da kommen sie nicht vorbei. Martin Ödegaard schenkt hier mal die Kugel her. Und den kann er halten, den Ball. Ja, gut mit nach hinten gearbeitet. Bruno Fernandes. So, da hören wir den Pfiff. Der erste Durchgang ist durch. So, die Football-Pies dürfen wirklich mit breiter Brust in diese zweite Halbzeit starten. Die haben das Spiel ja bisher komplett im Griff. Diogo Jota in der Mitte kommt daran. Keine große Torgefahr. Kopfball weit vor. Da kriegen sie nicht gehalten, den Ball. Stark den Ball geholt. Carlos Soler. So, und jetzt defensiv umschalten nach dem Ballverlust. Da ist er gut dazwischen gegangen. Ja, geht hier dazwischen und das war ganz wichtig. Martinez, wie holt er den raus? Ja, Andy Robertson klärt das Ding. Rashford, den macht er doch nochmal und schafft. Das war abgewehrt, aber geht noch weiter. Leichter geschenkt. Pass, den Ball. Da wollten die Fans den Elfmeter und das hört man auch deutlich. Sie sind hier nicht zufrieden mit der Entscheidung. Schön in die Tiefe von Rashford. Da ist das Tor. Der Blick auf die Wiederholung. Geht da vorbei und dann clever gemacht, behält die Nerven aus kurzer Distanz. Drin ist der Ball. 3:1. Relativ einseitiges Spiel. Mal gucken, ob es so weitergeht. Über die Kette. Klasse gesehen im freien Raum. Wir schauen kurz auf die Uhr und 30 Minuten haben.
jetzt ist der Ball weg. Balde. Erling Haaland. Ne, weg ist der Ball. Saka. Perancz. Carlos Soler. Ja, fängt hier diesen Pass ab. Wird Einwurf geben. Ah, schickt ihn in die Tiefe. Und Haaland, so einen macht er doch nochmal immer. Und das ist das Dritte. Unglaublich, ein Tag, an dem alles geht. Ja, das ist ein gutes Dribbling. Ah, das sah gar nicht verkehrt aus, aber geht den Ball hier ab. Saka. Oh, die Abwehr überlupft, der sieht sehr gut aus. Ah, Ballbesitz wechselt. Pedri. Der ist für Pedri. Und das muss es doch was sein. Und da ist das Tor. Juan Griezmann. Nochmal der Blick auf dieses Tor, kurze Distanz, dann ist es letztendlich kein Problem, den reinzumachen. Und jetzt steht es hier 4:2, mit dem Spielstand machen wir weiter. Robertson. Rodrigo. Ja, bleibt jetzt schon eine Weile, Rodrigo. Einwurf jetzt. Ja, da waren sie noch dran, gibt Ecke. So, jetzt der Wechsel. Und bringt jetzt diese Ecke. Ja, mit dem Eckball gar keine Probleme. Ja, gut geklärt, keine Gefahr nach der Flanke. Das ist einfach kein guter Einwurf. Steilpass, kommt gefährlich. Und der Nächste.